Stadt Zürich. Lebenswert. Auch wegen der Grünräume. Wir von Grünstadt Zürich sind für rund 40% der gesamten Stadtfläche verantwortlich. Wir bewirtschaften den Wald, der 20% ausmacht. Auf rund 10% der Stadtfläche wird die Landwirtschaft betrieben. Und auf weitere 10% schauen wir die Grünanlagen. Die Stadt wächst. Und trotzdem wollen wir, dass auch unsere Enkel noch in einem grünen Zürich leben können. Wir planen weit in Zukunft raus und schauen zum Beispiel, dass ein Grünraum wie hier erhalten bleiben kann. Und das an einem Ort wie im Herrenwiesenareal, wo verdichtet gebaut wird. Wenn Sie in Zürich von außen Ihre Freizeit verbringen, dann machen Sie das meistens in den von uns gepflegten Grünräumen. Sei es auf einer Sportanlage, mit den Kindern auf dem Spielplatz, oder zum Chillen im Park. Wenn ich hier arbeite, ist es noch ganz still und ich treffe nur ein paar Enten. Um 9 Uhr kommen die ersten Badegäste und finden eine schöne Liegenwiese, weil ich schon fertig bin. Sehr wahrscheinlich verbringen Sie Ihre Freizeit auch im Wald, ob an einer von unseren Feuerstellen, beim Biken, beim Spazieren oder beim Joggen. Auch für mich als Mitarbeiter von Grünstadt Zürich sind sonnige Erholungsanlagen cool. Wo sonst kann man das Forstwart neben der normalen Arbeit auch noch Mountainbike-Pisten und Finnenbahn bauen? Für das Klima in der Stadt ist der Wald sehr wichtig. Er ist der grösste Teil der grünen Lunge von Zürich. Dazu liefert er uns auch noch wertvolles und nachhaltiges Bau- und Energieholz. Nachhaltig ist auch unsere Landwirtschaft. Alles Biobetrieb. Unsere Bauernfamilien auf den verpachteten Höfen und wir im Juchhof produzieren erstklassige Lebensmittel. So finden Sie in der Stadt frische Früchte und Gemüse, Zürcher Honig oder Spezialitäten wie Büffel-Camembert. 28 Franken wäre es denn. Bis hin zum Wein vom Hönker Killensteig. Die Kinder von rund 850 Schulklassen die besuchen uns jedes Jahr in unseren Naturschulen. Auf den Bauernhöfen und im Wald erleben sie die Natur und wir zeigen ihnen Zusammenhänge auf. Im Wald entdecken sie zum Beispiel Tierspuren und auf dem Bauernhof erleben sie, woher die Milch kommt. Bei uns wird angepackt und angelangt. Aber auch die Erwachsenen sollen die Zusammenhänge von der Natur erleben und begreifen. Die Sukkulentensammlung oder die Stadtgärtnerei sind Orte, wo wir Themen vermitteln, die Grünstadt Zürich wichtig sind. Zudem sind beide sehr beliebte Orte, um sich zu erholen. In einem so dicht besiedelten Gebiet wie Zürich muss auch die Natur ihren Platz haben. Wir schaffen darum ökologisch wertvolle Räume, zum Beispiel mit so einem Vogelbeerbaum oder dem naturnahen Bachlauf. So ein Ort, da gibt es ganzen Haufen Tiere etwas zu essen und ein Zuhause. Auf dem Stadtgebiet von Zürich leben 50% von allen Tierarten, die es in der Schweiz gibt. Und 40% von allen Pflanzenarten. Unser Ziel ist es, dass die sich in der Stadt ebenso wohl fühlen wie wir Menschen. Und wenn man heute einen Baum pflanzt, soll er auch in 100 Jahren noch am richtigen Ort und gesund sein. Wo hat Freizeit, wo die Natur Vorrang? Wie nutzen wir unsere Berg- und Friedhöfe in 30 Jahren? Beim Planen und Bauen von Anlagen müssen wir Antworten auf solche Fragen entwickeln.
Wir können auf das Fachwissen von 35 verschiedenen Berufen zurückgreifen, wenn wir so einen Ort schaffen wie den Quartierpark Pfingstweiter. Bei Grünstadt Zürich sind wir 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus etwa 20 Nationen. So verschieden alle unsere Tätigkeiten sind, jede und jeder von uns setzt sich täglich mit viel Herzblut dafür ein, dass unsere Stadt so lebenswert und grün bleibt, wie sie ist.